Mein Name ist Jürgen Elsässer. Ich bin Deutscher und ich will nicht zulassen, dass unser schönes Deutschland vor die Hunde geht. Ich habe 2015 gesagt, wenn die Regierung das Volk austauschen will, dann muss das Volk die Regierung austauschen. Ich habe 2020 angesichts vom Lockdown gesagt, wenn die Regierung das Volk einsperren will, dann muss das Volk die Regierung einsperren. Und ich sage jetzt, angesichts von galoppierendem Gender- und Transenwahn, wenn sich die Regierung nur um die Wärmsten der Warmen kümmert, dann müssen wir uns um die Ärmsten der Armen kümmern, unsere deutschen Mitleide. Wenn über Kompakt im Mainstream berichtet und gehetzt wird, dann ist meistens auch die Rede davon, dass wir Putin-Versteher sind. Ein schlimmer Vorwurf. Ich für meinen Teil kann das dementieren. Ich bin kein Putin-Versteher, sondern ich bin ein Putin-Unterstützer. Ich will, dass die NATO und vor allem die USA, die Briten und unsere polnischen Nachbarn ordentlich eine auf den Sack kriegen in der Ukraine. Ich freue mich, dass in diesen letzten 2-3 Tagen die russischen Truppen große Geländegewinne in der Nordukraine bei Kupjansk erzielt haben. Denn ich weiß, jeden Kilometer, den die russischen Truppen vorrücken, kommt der Tag der deutschen Freiheit näher. Wir sind ein besetztes Land. Die Amerikaner sind die Besatzungsmacht. Und alles, was die Amerikaner schwächt, ist gut für Deutschland. In diesem Sinne auch einen herzlichen Gruß nach Schwarzafrika und in die Sahelzone, wo mittlerweile viele Länder, zuletzt Niger, sich aus der tödlichen Umklammerung der Amerikaner und vor allem der habgierigen Franzosen gelöst haben und sich das Militär mit dem Volk verbindet. Haut dem Franzmann auf den Sack! Und ich sage ganz deutlich, Afrika den Afrikanern, so wie ich sage, Europa den Europäern und Deutschland den Deutschen. Wir sind für eine multipolare Welt und Deutschland muss dabei eine vorantreibende Rolle spielen, aber das geht nur in Freundschaft zu Russland. Ich meine, man muss sich das überlegen, selbst in den kältesten Zeiten des Kalten Krieges waren die Russen, damals noch die Sowjets, zuverlässige und preisgünstige Lieferanten für uns in Sachen Öl und Gas. Das ist jetzt zerbombt und zerschossen worden. Der Anschlag auf Nord Stream war der erste Kriegsakt gegen Deutschland seit 1945. Und die Amerikaner wollen doch nur ihr eigenes schmutziges Fracking-Gas verkaufen für den achtfachen Preis. Verallgemeinern kann man sagen, immer wenn es zwischen Deutschland und Russland gestimmt hat, egal ob unter Kanzler Bismarck oder unter Kanzler Willy Brandt, war das nicht nur gut für unsere beiden Völker, sondern für den gesamten Kontinent. Und immer, wenn die Angloamerikaner von Menschenrechten reden, meinen sie Schürfrechte. Sie spielen die Menschenrechtsfrage hoch und zünden die Ukraine an, weil sie die Bodenschätze des Donbass und aus Sibirien unter ihre Fuchtel bekommen wollen. Aber dagegen steht
Wladimir Putin und die russische Armee. Vielen Dank. Und wenn es eine Lehre aus der Geschichte gibt, dann doch diejenige: Deutsche und Russen dürfen sich nie mehr gegeneinander hetzen lassen. Druschba, sage ich. Der erste NATO-Generalsekretär, ein Brite namens Lord Ismay, hat als Ziel der NATO ausgegeben, die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten. Für unsere Europapolitik als Patrioten muss das Gegenteil gelten. Wir wollen die Russen drin, die Amis draußen und die Deutschen oben halten. Liebe Freunde, wir sind in einer interessanten Phase. Die Stimmung im Land dreht sich, das zeigt sich auch an den Wahlergebnissen der AfD. Beispiel Thüringen, Björn Höckes Landesverband liegt jetzt mit 34% an der Spitze der Umfragen. Und wir wissen, dass die CDU Anfang der 90er Jahre im Freistaat Thüringen mit nur 41% die absolute Mehrheit hatte, wenn zum Beispiel FDP und Linke rausfallen. Das ist auch nächstes Jahr wieder möglich und dann kann Björn Höcke mit der absoluten Mehrheit zeigen, was eine blaue Wende bedeutet und ganz Deutschland faszinieren. Ja. Nur vor einer Sache müssen wir auf der Hut sein. Und das ist der Verrat in den eigenen Reihen. Ich sage nur ein Stichwort: Giorgia Meloni in Italien. Sie kam als rechte Wunderfrau an die Macht, hat mit alten Symbolen kokettiert und kaum ist sie im Amt, macht sie die Politik der Amerikaner. Das heißt, sie liefert Waffen in die Ukraine, willfähriger als die vorherige Linksregierung, und sie kürzt den eigenen italienischen Landsleuten die Armutsfürsorge, während die Flüchtlinge übers Mittelmeer nach wie vor in steigender Zahl an Land kommen dürfen. Das ist keine patriotische Politik, sondern das ist antipatriotische Politik zugunsten der Amerikaner. Und so etwas darf bei der AfD nicht passieren. Wir von Kompakt sind keine Parteizeitung. Wir unterstützen die AfD, wo sie nach vorne marschiert. Aber wir haben die AfD auch schon kritisiert, wo sie den Schwanz eingezogen und der CDU nach dem Munde geredet hat. Beispiel Frauke Petri oder andere, die an der Spitze ihr Unwesen getrieben haben. Diese notwendige Funktion als Wächter wollen wir auch weiterhin wahrnehmen und der AfD, wo es geht, Unterstützung und Ansporn bieten, aber auch Kritik, wo nötig. Wir brauchen eine Regierung, nicht unbedingt von einer bestimmten Partei, denn Parteien haben uns in der Vergangenheit immer wieder verraten, seien es die Nazi-Parteien oder die Kommunistenparteien oder die CDU oder SPD, wer auch immer. Wir vertrauen nicht auf Parteien, sondern wir vertrauen letztlich nur auf die Kraft des Volkes. Wir brauchen eine Regierung aus dem Volk, durch das Volk und für das Volk. Und wenn die AfD dafür die Tür öffnet, dann wäre es wunderbar. Geben wir weiter Gas. 2024 wird ein entscheidendes Jahr. Kompakt will in der Offensive bleiben. Mit Ihrer Unterstützung werden wir immer stärker. Vielen Dank.